Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben hier von der Firma Olight ein Paket kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, es handelt sich um eine Taschenlampe, das kann ich euch schon mal sagen, und was auch sonst. Und ja, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Wenn ihr Bock auf das Video habt, seid mit dabei. Viel Spaß! Und jetzt sind wir mal hier aus der Unboxing-Sicht und wir öffnen das Ganze jetzt einmal. So. Und da haben wir das gute Stück dann auch schon. Dann würde ich aber mal sagen, packen wir das Ganze mal aus. Vorsichtig. Ich möchte keinen Kratzer hier drin haben. So. Schön. So Leute, dann kommen wir jetzt zunächst einmal zur Verpackung. Hier sehen wir schön die Taschenlampe. Sieht schon richtig geil aus, finde ich. Olight Warrior X Pro. Es ist eine Limited Edition. Und ja, hier sehen wir, wir haben eine Reichweite von 500 Metern maximal und 2100 Lumen. Sehr geil. Hier steht Olight Warrior X Pro, genauso wie hier. Hier haben wir 5 Jahre Garantie. Das ist natürlich eine ganz lange Zeit. Super. Und hier noch irgendein Strichcode. Ja, das Ganze drehen wir jetzt mal rum. Hier haben wir noch so ein paar Features, Spezifikationen und sowas. Ja, steht alles natürlich auf Englisch drauf. Ich kann euch mal so ganz grob erklären. Wir haben hier 3 Stufen. Einmal die High-Stufe, 2100 Lumen, dann die 1000 Lumen-Stufe, das ist die normale, und 300 Lumen die Low-Stufe. Und wenn wir jetzt in 2100 Lumen mit der Taschenlampe arbeiten, geht sie nach 2 Minuten automatisch runter auf 1000 Lumen. Da bleibt sie dann 100 Minuten und dann geht sie runter auf 300 Lumen für weitere 23 Minuten. Ja, maximal Reichweite von 500 Metern. Im Low-Modus haben wir 300 Lumen und 8 Stunden Laufdauer und halt nur eine Reichweite von 180 Meter. Und diese starke Akkuleistung hier, die wir sehen, können wir dem 5000 mAh Akku verdanken. Das ist natürlich schon sehr, 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 sehr stark. Ne? Gut, was haben wir noch stehen? Die Lampe kann Stöße und Fälle bis zu einer Höhe von 3 Metern überstehen. Dann IPX8, das ist das Gehäuse, wasserdicht, okay. Dann Länge 149 mm, Breite 39 mm und ein Gewicht von 239 Gramm. Ja, hier unten haben wir noch ein bisschen optionales Zubehör, was ich hier gerade sehe. So Rotfilter, Grünfilter und sowas. Ja, und hier haben wir noch den Inhalt. Wir haben einmal die Taschenlampe mit der Batterie, dann ein USB-magnetisches Ladekabel, ein Taktik-Grip-Ring, ein Holster, ein Lanyard, so eine Handschleife und die Benutzerbeschreibung. So, und das war es auch schon so grob hierzu. Ich würde sagen, wir packen die Taschenlampe jetzt endlich mal aus. Dann klappen wir das Ganze jetzt mal noch zur Seite. Und hier werden wir auch schon von einem sehr schönen Text empfangen. Thank you for being a part of our Olight family. Your support is why we do this. Enjoy, Olight team. Sehr schön auf jeden Fall. Es ist auch alles sehr, sehr hochwertig. Das merkt man sofort. So, das können wir hier rausschieben. Das sind so ein paar Sicherheitshinweise, wo man aufgeklärt wird. Ich denke mal, dass das so eine rechtliche Sache ist, dass sie das machen mussten. Die haben hier einen Kontakttrenner drin. Das heißt, man kann die Lampe nicht anmachen. Man muss das einmal raufschrauben, den Kontakttrenner rausholen und dann kann man das Ganze bedienen. Dann soll man die halt komplett aufladen, bevor man sie verwendet. Ja, solche Sachen halt. Genau. So, jetzt kommen wir zum Inhalt. Ich hole erstmal die kleinen Päckchen raus. Das hier wird das Ladegerät sein, per USB und magnetisch. So, das ist das neue magnetische USB-Ladekabel. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir können die
einfach per Magnet dann dran machen. Ja, cool. So, machen wir mit diesem Päckchen hier weiter. So, was haben wir hier drin? Das ist ein Lanyard, so eine Handschlaufe, dass man sich das Ganze um die Hand wickeln kann. Cool. Und was haben wir noch hier drin? Den Ring, der ist auch mit am Start. Aus Gummi oder sowas. Ja, schön. So, und guter Letzt kommen wir zum Herzstück. Zur Taschenlampe. Und die haben wir hier schön in so einer coolen Hülle. Das Ganze ist magnetisch. Wie geil ist das denn? Sehr cool. Hier haben wir noch so eine Handschlaufe dran. Da kann man sich um den Gürtel hängen. Mit Klettverschluss. Knopf. Dann holen wir jetzt mal die Taschenlampe raus. Und die sah ja auf dem Foto von der Verpackung schon sowas von klasse aus. Aber jetzt hier diese Taschenlampe in der Hand zu halten und direkt auf sie zu schauen, das ist dann nochmal einiges geiler. Also optisch 1 plus mit Sternchen. Wow. Hammergeil. So, und was ich gerade noch sehe, hier ist noch die Benutzerbeschreibung drin. Bisschen versteckt. Oh, schön. Thank you auch nochmal. Ja, und hier ja, kann man dann nochmal alles Mögliche nachschauen, durchlesen, wenn man Fragen hat. Sogar ein Inhaltsverzeichnis und sowas. Ja, genau, das dazu. Ja, Leute, und jetzt drehen wir das Ganze mal auf. Und hier haben wir diesen kleinen Kontakttrenner. Den können wir jetzt raustun. Hier haben wir auch nochmal kurz diesen starken Akku zu sehen. 5000 mAh, 3,6 Volt. Ja, OLED. Das sind starke Akkus. Jetzt haben wir den Kontakttrenner entfernt, schließen das wieder. Und jetzt müsste das schon angehen. Und es vibriert. Es vibriert beim Angehen. Ja Leute, und ich denke mal, ich werde das Ganze jetzt erstmal komplett aufladen, wie es halt auch in den Warnhinweisen steht. Mit dem schönen magnetischen USB-Ladekabel. Zack, das saust dann direkt hier dran. Und dann können wir das hier an einen Adapter stecken und aufladen oder in den Computer direkt, wie man mag. Ich werde jetzt dafür sorgen, dass diese Taschenlampe komplett vollgeladen ist. Und dann sehen wir uns für euch in einer Sekunde wieder. So Leute, die Taschenlampe ist inzwischen komplett voll aufgeladen und ich kann euch jetzt auch erklären, warum die vibriert hat. Und zwar geht es hier um eine neue Vibrationsfunktion als Batterieanzeige, die diese Taschenlampe hat. Und zwar ab 30% vibriert diese Lampe alle 5 Minuten, ab 10% jede Minute und bei 5% alle 10 Sekunden. Ja, das heißt, ne, wenn der Akku leer ist, fängt das Ding an zu rappeln und ja, man merkt das Ganze. Gut, die Taschenlampe ist aufgeladen. Wir werden gleich das Ganze draußen testen. Und jetzt zeige ich euch noch etwas. Man kann das Ganze hier einmal ausschrauben, haben wir ja schon mal gemacht. Und dann können wir hier den hier rausholen. Den Clipper müssen wir auch noch draußen tun. Dann haben wir hier diesen Gummigrip. Den können wir dann einmal hier reinschieben, dann ne, Akku wieder rein, Verschluss drauf. Ja, und jetzt hat man hier nochmal einen anderen Halt. Ne? Das ist dafür da, dass man nochmal hier einen gemütlichen Halt hat. Dann kann man das halt dafür nur nicht mehr hier irgendwo befestigen. Aber gut. Ja Leute, dann weil ich noch kurz zur Verarbeitung der Taschenlampe loswerden wollte. Wir haben hier ein stabiles, robustes Aluminiumgehäuse. Ne, und das Ding ist halt auch, die OLEDs, die werden sehr schnell heiß. Und deswegen auch diese Warnhinweise wahrscheinlich. Nicht, dass einem das in der Hosentasche ankuckelt. Ist halt ne, Aluminium und Aluminium das ne, und Wärme, das geht schnell da. Aber gut, sehr, sehr schön. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden.
Und ich würde sagen, wir gehen jetzt nach draußen und probieren das Ganze mal aus. Also Leute, bis gleich, ab in den kalten Schnee. Jo Leute, jetzt sind wir draußen in der Kälte. Wir haben 2:30 in der Nacht. Es schneit hier schön gegenüber, direkt auf dem Sportplatz. Hier haben wir sogar Licht. Hier können wir jetzt die schöne Taschenlampe mal ausprobieren. Wie gesagt, wir haben jetzt am Anfang 2 Stufen, die ist komplett aufgeladen. Einmal die 2100 Lumen und dann einmal die 300. Ja, und wir halten jetzt mal so lange, bis der auf 1000 schaltet. Das schauen wir uns jetzt alles mal an. So Leute, wir machen jetzt mal den Test. Wir machen das Ganze jetzt mal an. Genau, erstmal die kleine Stufe. Zack. Das hier sind jetzt gerade 300 Lumen. Und jetzt die große Stufe. Ja, Leute, da geht schon ein schöner Strahl in die Luft. Können wir mal hier ein bisschen auf die Häuser, auf mein Haus. Ja. Da ist der Volker auch dabei. Boah, wie hell du direkt bist. Ja, Leute, sehr geil. Und wie gesagt, 2 Minuten leider nur in dieser Stärke. Das heißt, die müsste sich ja gleich dann theoretisch runterfahren, ne? Von 2000 müsste die runtergehen. Die Frage ist halt, wann? Wir warten jetzt einfach mal ein bisschen ab. Und dann schaltet sich ja automatisch runter auf 1000 Lumen für 100 Minuten. Guck mal, Schneemänner gemacht. Schneemänner gebaut worden. Leute, den Schnee zum Schmelzen bringen. Da, hast du gesehen? Mhm. Jetzt ist er runtergegangen. Jetzt haben wir die 1000 Lumen. Das heißt, wenn man jetzt aus, das heißt, wir können einmal die schwache Stufe oder halt so. Das sind jetzt 1000 Lumen. Genau. Also auf jeden Fall sehr schade, dass das in nur 2 Minuten bei 2100 Lumen geht. Aber es ist halt so. Jetzt haben wir die 1000 noch. So Leute, man merkt auch direkt schon jetzt, das glüht. Das glüht hier, ne? Das ist das, was ich gesagt habe. Ja, wegen der Verarbeitung, weil Metall und sowas, der leidet natürlich, ne? Ja, ich würde sagen, ihr habt das Ganze jetzt gesehen. Wir gehen nochmal nach drinnen ins schöne Warme. Und dann gibt es noch ein kleines Fazit von mir und dann soll es auch gewesen sein. Also, ab nach drinnen ins Büro. So Leute, das war's auch schon von diesem Video. Hat echt Spaß gemacht, dieses Gerät zu testen. Nochmal vielen lieben Dank für das kostenlose Zustellen dieses Produktes an Olight. Also, jetzt zum Fazit. Ich bin auf jeden Fall begeistert. Das ist jetzt, ja, ich habe jetzt schon vorher ein paar OLED-Lampen gehabt. War immer cool. Ja, aber die hatte ich bis jetzt noch gar nicht. Und die ist schon fast zu schade, um die überhaupt zu benutzen, Leute. Allein das Aussehen, das ist natürlich wirklich heftig. Mit so viel Aufwand, so detailtreu. Ja, eigentlich schon vitrinenreif. Aber gut, ist halt eine Taschenlampe auch irgendwo, ne? Was soll ich sagen? Liegt super in der Hand, die Lampe. Macht gut Licht. Einziges, was ein bisschen schade ist, dass diese 2100 Lumen jetzt nur 2 Minuten und sich wieder abschaltet. Ja, ich weiß nicht, ob man sie dann wieder anschalten kann, wenn man ein bisschen wartet und sie dann wieder 2100 Lumen hat für 2 Minuten. Kann ich nicht sagen, ob das vielleicht so ein Sicherheitsgrund ist, dass sie sich deswegen ausstellt, weil sonst zu heiß wird. Das kann natürlich auch sein, weil wenn ich jetzt wieder anmache, dann ist das wieder irgendwie sehr hell. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, tja, Daumen nach oben. Checkt Olight ab auf Instagram. Checkt die Homepage ab und ja, könnt ihr euch ja auch bestellen, wenn sie euch gefallen hat oder andere Produkte von denen. Und ja, das ist meine ehrliche Meinung. Ja, ihr wisst ganz genau, Leute, es gab in den letzten Jahren bei mir nur einen einzigen Sponsor, den ich mal hatte. Danach lange Zeit keinen. Und ja, Olight ist auf jeden Fall ein Produkt, wo ich fest von überzeugt bin. Und da werden bestimmt in Zukunft noch ein paar Sachen kommen. Ja, in diesem Sinne, Leute, wenn es euch gefallen hat, auch mal dieses etwas andere Video, lasst mir auch ein Like da, kommentiert das Video und abonnieren nicht vergessen. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Leute, haut rein.